Servus, heute geht es mal um den Eisbergsalat. Und zwar handelsüblicher Eisbergsalat, die äußeren Blätter halt weg und dann unten der Strunk. Ja, manchmal halbiert man den. Ganz einfach, man nimmt den Eisberg so, schlägt den so aufs Brett, ja, dreht ihn dann um. Und dann kannst du nämlich hier den Strunk richtig wunderbar rausdrehen, rausholen. Dann ist der entstrunkt und weg. Und jetzt ist es so, manchmal wird der Eisbergsalat entweder so ganz fein geschnittener. Und wenn man den dann eben mit einem Dressing zusammenmischt, dann fällt er innerhalb von 10 Minuten, 5 Minuten ist er dann so matschig, fällt zusammen, also unansehnlich. Da gibt es jetzt also ein paar Methoden. Und zwar entweder man nimmt den Eisbergsalat, schneidet den einfach in so Scheiben. Ich nenne es dann immer so Salat im Querschnitt. Dann kannst du den nämlich schön auf den Teller legen, so, ja, portionsweise, wie auch immer. Dann das Dressing drauf, ja, und was er halt sonst noch dazu macht. Dann fällt der nämlich nicht so schnell zusammen, behält die Struktur und auch die Knackigkeit. Und ihr habt danach einfach keinen so einen Matsch in irgendwie einer Schüssel drin. Man kann es auch so machen noch. Ihr nehmt den, schneidet ein Stück runter, ja, und dann gar nicht schneiden, sondern einfach so in so große Stücke brechen, ja, zerreißen einfach. Mehr braucht ihr nicht machen. Und dann eben Dressing drauf, ein bisschen durchmischen, ab in die Schüssel rein und fertig. Eisbergsalat, weil er so ganz zart und fein ist, nie so ganz klein schneiden. Du hast wirklich nur Matsch irgendwann einmal. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.